Die CSU Raigering hat in diesem Jahr wieder ihr Bockbierfest abgehalten. Und da ging es, wie im vergangenen Jahr, auch ganz schön zur Sache. Martin Meyer mimte den Bruder Barnabas. Er nahm die politischen Vertreter im Stadtrat mächtig ins Visier. Es gibt viel zu tun in diesem Sinne. Ich grüße euch, verehrte Parteifunktionäre, Stadtratsmitglieder, verehrte Vorstände der örtlichen Vereine, liebe Raigeringer, und auch Gruß an die paar anständigen Leute. Paulus schrieb an die Korinther: Brüder, was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit sanftmütigem Geist? Jetzt bin ich nicht der Apostel Paulus und ihr seid nicht die Korinther, obwohl manche schon beachtliche Korintherqualitäten aufweisen, daten gehen. Darum will ich es wie jedes Jahr mit Liebe und sanftmütigem Geist versuchen. Trotz allem muss ich gleich zu Anfang euren Geist fordern und in Kauf nehmen, dass der eine oder andere mit Unverständnis reagiert. Ändert nicht viel, bei manchen ist Unverständnis ja ein Dauerzustand. Auch, sagt der Paulus, ich wollte zwar alle Menschen wehren, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe vor Gott. Und mit seinen Gaben muss man halt zurecht kommen, gell? Es hilft ja nichts. Obwohl, manche machen ja aus ihren dürftigen Mitteln doch ganz ordentlich was, gell? Man möchte es ja kaum glauben. Geht alles. Manch einer schafft es sogar in früheren Zeiten mit gar keinen Gaben bis zum höchsten Amt im Landkreis. Gut, das ist nicht lang gut gegangen, nur eine Periode, weil die Leute sind ja nicht blöd, gell? Aber trotzdem haben da die Landkreisschwarzen nicht gescheit aufpasst, gell? Und bei der Mannschaftsaufstellung weggeschlafen. Und dann ist einer von links außen vorbeizogen mit seiner Quetschen und mit seiner Nachfrau damals. Den habt ihr unterschätzt. Der aufpasst. Cuius regio eus religo. Wer von euch oder her ihre Schule gehabt und kann das übersetzen? Da habe ich mir gedacht. Ich habe jetzt stark auf mir Jenny. Auch nicht. Der Thomas kann Französisch. Latein. Das war Latein. Hätte passt. Lieber Thomas Bertel, ich habe gesagt, heute Abend bekommst du eine Chance von mir und das war's gewesen. Zack. Das heißt so viel wie, die Regierung bestimmt, was geglaubt wird. Ja, hat nicht geklappt, der Plan damals, der Regierung. Das Schwarze Landratsamt und Deckgeld so weiter, was wir auch schaffen. Nein. Und dann ist passiert. Und nachdem ich den Kandidaten jetzt nicht kenne, in meinem Kloster kriegst du nichts mit, ja, habe ich mir gedacht, ich goggle einmal. Google, Thomas, Google. Nicht Latein, aber jetzt auch wissen können. Der Jenny hätte es gewusst, der Diplom-Informatiker, gell? Der Fuchs hat es auch gewusst, der ist Schullehrer, aber der ist ja nicht da. Aber diesen Fuchs, diesen Florian Fuchs, den habe ich ja gesagt, gegoggelt, gell? Und der Google-Florian Fuchs ist gekommen, Anwalt, bringt, ey, noch ein Anwalt. So, mein Schwarzhaari und jetzt den auch noch, aber nein. Das war der Falsche, der war nicht das Amwerk. Dann ist unter Florian Fuchs gekommen ein Hockeyspieler. Und ich dachte, ne, das könnte sein, ein Hockeyspieler. Ne? Weil er schmeißt den Dammdorfer Wolfi bei den Stadtratssitzungen auch immer Knüppel zwischen die Beine und macht verbale Bodychecks, gell? Aber der Hockeyspieler, der war zu bekannt für ihn. Ne? Der ist viel zu berühmt, das kann er auch nicht sein. Also dieser Florian Fuchs, bis jetzt Google-Auffindbarkeit im Internet, wenig bis überhaupt nicht, gell? Manch einer würde sich ja wünschen, dass im Internet nichts vor ihm steht, gell? Der Schwarze Baron damals zum Beispiel, der Karl, Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Freiherr von und zu Gutenberg. Der ist ja gefeiert worden wie ein Messias. Und sagt, Mensch, jetzt fällt bloß nicht, dass er übers Wasser geht. Hab's probiert, abgesoffen ist er. Wir haben auch einen Doktor, den Herrn Dr. Harald Schwarz. Schaut, dass er nicht da ist. Schaut, dass er nicht da ist. Ich hoffe, dass der schwimmen kann. Der will nämlich jetzt auch in den Landtag, habe ich gelesen. Ja, ja. Da hoffe ich, dass der bei seiner Doktorarbeit ordentlich abgeschwimmen hat. Ja. Und wenn er es gemacht hat, dass er es so gemacht hat, dass keiner draufkommt. Gell? Lege Artis nach allen Regeln der Kunst. Ne?
Die Grünen haben es, nein, die Grünen waren dagegen, die Freien Wähler haben gesagt, doch, das kann man machen. Und die ÖDP hat gesagt, haben wir das gesagt, hat man gar nicht mehr gewusst. Man kennt sich ja gar nicht mehr aus, wer was will in dieser Stadt und für wen es gut sein soll. Jeder Tag eine andere Mehrheit mit dieser Abstimmerei. Du blickst nicht mehr durch. Ja, lieber Gott, wenn meine Kollegen im Konklave in Rom auch so arbeiten würden, dann waren sie jetzt immer noch mit der Wahl vom Ratzinger beschäftigt. Im Rathaus, da steigt auch oft der Rauch auf. Ne? Aber das ist kein Friedensrauch. Ne? Das sind die Rauchschwaden von den Nebelkerzen, die da geschmissen werden. Die haben da zum Beispiel eine in der SPD. Die heißt, Herrgott, wie heißt die? Schalala, Dingsbums. Wenn man schnell spricht, klingt es die Leute aus dem Schnarrenberger. Ist ja wurscht. Also mit der Frau, mit dieser Schlau-Dingenskirchen, mit der wärst du als Mann geschlagen. Da lobe ich mir mein Zölibat. So, der Wahnsinn. Also die sagt zum Beispiel so Sachen wie: Herr Oberbürgermeister, Haben Sie gewusst, dass, ich mache jetzt nicht den Stolper nach, die klingt auch so. Ja? Der Stolper klingt dann doch flüssiger zum Schluss aus. Deshalb, haben Sie gewusst, und ich fordere Sie auf, dass gegen den Kämmerer ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden muss. Der Staatsanwalt muss ermitteln. Herr Oberbürgermeister, seit wann wissen Sie Bescheid? Gut, in der Zeit sind schon viel eingeschlafen, der Kopf liegt da am Tisch, keiner weiß mehr, was los ist. Der Oberbürgermeister kann keine Antwort geben, weil er gerade zum Biesel gegangen ist, weil es gerade so lange dauert, bis der mit dem Rennen fertig wird. Dann sagt er wieder, seit wann haben Sie Bescheid gewusst? Und der Obi weiß wieder nichts. Und so zieht sich das die ganze Sitzung hin. Und die Frau weiß so Sachen, dass da was passiert ist. Und jetzt frage ich sie, woher weiß die Frau so Sachen, dass da mit dem Geld irgendwas gewesen war, was nicht dazu sein soll. Ne? Woher weiß die Frau das? Und warum sagt sie uns das erst jetzt? Und wer hat ihr das gesagt, was sie da weiß? Hatte sie eine Eingebung? Hat sie seherische Kräfte? Hat sie eine Erscheinung gehabt? Ne? Weil wenn das so ist, dann machen wir aus dem Rathaus nämlich eine Pilgerstätte und starten einen Devotionalienhandel, dass der Stadtzettel bloß so brummt. Ja, sie sagt, da gibt es einen Informanten in der Verwaltung, sagt sie. Ja. Sie hat also einen Informanten in der Verwaltung. Wer informiert diese Frau, frage ich mich. Den wüsste ich gern. Ich wüsste gern in einer Verwaltung denjenigen, der tatsächlich informieren und jemanden umfassend Auskunft geben kann. Und der einem ratsuchenden Bürger nicht lang erklärt, dass er nicht zuständig ist und einem mit einer uralten Infobroschüre zwei Stockwerke höher schickt zu einem Kollegen, der zuständig wäre und der gerade zu 100% in der Pause ist, im Urlaub oder überstundenfrei oder gar auf Kur ist. Und diesen Verwaltungsübermenschen, den kennt sie. Der hat ihr Informationen gegeben. Aber vielleicht hat sie ja diesmal recht. Man weiß es nicht. Heute steht sie in der Zeitung, dass jetzt auch die ÖDP plötzlich entsetzt ist. Mal schauen, ob es mehr wie ein Wahlkampfgetöse ist, gell? Aber bei diesem ersten Verbalangriff in der Stadtratssitzung auf den OB, da haben sich nicht nur die CSU-Stadträte gewundert, auch die SPDler haben im Kopf geschüttelt. Ja, dieses Mal haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Gut, das könnt ihr jetzt nicht wissen, was ich meine, weil ihr seid ja nicht in jeder Stadtratssitzung, weil es gibt ja in aller Wahl eine Brotzeit. Okay? Es gibt nämlich da eine weitere SPD-Frau, die schüttelt immer mit dem Kopf in der Sitzung. Nicht zu vergessen die Putzen vom OB, ein Singspiel, das es auch in sich hatte.
Exner. Nicht, dass wieder zur Diva wird. Glaubst du von der Nacht? Ihr schaut doch blendend aus. Alle beide. Ja. So schick. Ganz großartig. Ja. Ist der Winterspeck schon wieder lecker? Findest du wirklich? Super. Ja, lang und schlank und wunderschön. Weil ich habe mich schon eine gewisse Zeit lang nicht mehr auf die Waage aufgetraut. Naja, ihr wisst ja selber, bis man so eine Figur hat, da muss man schon einiges essen, gell? Aber Daniela, ist doch alles kein Problem. Bei dir kann man wirklich sagen, tschüss Winterspeck. Hallo Frühlingsrolle. Ja, also, Frühlingsrolle. Herz auf, seid friedlich, seid brav. Das war doch so ein schönes Jahr. Du hast schon. Wisst ihr es nur, erinnert euch, die Nachricht des Jahrzehnts. Nachricht des Jahrzehnts? Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, glaube ich. Ja, wusste es nicht mehr. Der große Armand Jacob. Ein neuer Investor fürs Forum. Was? Ja. Das steht doch noch genauso da wie vorher. Ja, genau. Der potenzielle Investor hat sich dann als potenzielles Luftschloss entpuppt. Aber ein Gutes hat das Ganze mit diesem unbekannten Investor doch gehabt. Was denn? Naja, die SPD-Stadtratsfraktion mit den Herrn Ammann, die haben jetzt alle ein sehr, sehr intimes Verhältnis. Wieso? Naja, der kann sie jetzt alle an Verdeutlichung, an ihrem verlängerten Rücken, Wirbelsäule, exakt so behandeln, wie ein Briefmarken. Wir sind die Putzen vom Mobilischoppen, das darf uns der Rücken tut uns wie wir schwimmen gern. Die sind doch auch andauernd krank. Selbst unser Susi hat es am Dienstag erwischt. Ja, was meinst du? Glaubt ihr, die wissen, warum da die Spülzeug auf dem OB seinem Tisch steht? Keine Ahnung. Ja, schaut mal her. Da steht da was drauf. Was steht da? Täglich wandelbares Forum Zukunftskonzept mit unsichtbare Tiefgarage. Aber so soll das Einkaufsjuwel der Arnberger Innenstadt zukünftig ausschauen? Mit diesem potenziellen Entwickler von diesem Gutachten, die haben sie ja nicht einmal bei der Stadt vorgestellt. Und im Vergleich dazu, naja, da schaut doch das recht stabil aus, oder? Du, da steht übrigens, ich hab's gerade gefunden, steht noch was drunter. Ein Wirklichkeit gewordenes Denkmal für Wolfgang Dandorfer. Kannst du das auch lesen? Ambergs einzig wahren Oberbürgermeister. Da schaut's mal, unter dem Schüttel, da ist ein Zettel drunter. Ja, glaubt ihr, dass der so auswendig lernt, wie man sich so als OB, die macht ja halt sicher, die Floskeln, da schaut doch etwas drauf. Nein. Versteht ihr noch? Das muss man. Okay. Leid, macht es näher, aber ich hab's gesagt. Macht was wollt, mir kann's wurscht sein. Leid. Ja? Ja. Du hast aber auch was gefunden, oder? Ja. Da hab ich einen Zettel gefunden. Da ist ein Gefries von den ganzen Amberger Referenten drauf. Aber wer möchte denn die eigentlich den ganzen Tag sehen? Und dahinter hat er auch noch was aufgeschrieben. Was steht noch da? Ja. Junge Köpfe, junge Ideen. Mein erstes Projekt als Ambergs neuer
Oberbürgermeister. Contest für mehr Bürgernähe. Wir suchen Amberts Top-Referenten der Herzen. Der Herz? Ja. Der Herz. Ja, ist einer bestimmt dabei? Nein, also geh. Schaut euch doch die mal an. Schaut da einer aus wie ein Top-Referent der Herzen? Im kommenden Jahr soll es dann die dritte Ausgabe des Raigeringer Bockbierfestes geben. Bis dorthin können sich Bruder Barnabas und die Putzen sicherlich noch viel einfallen lassen.